Und damit herzlich willkommen zurück zu der gestiefelte Kater. Diesmal nicht im Level Select Screen, sondern im Hauptmenü. Denn wir haben noch eine Herausforderung, die wir nicht gespielt haben. Und die wollen wir mal eben machen. Ich glaube, die dauert auch nicht so lang. Das ist die Herausforderung gut geformt. Wen es nicht interessiert, die Herausforderung, kann ruhig vorspulen bis zum eigentlichen Level. Aber ich will halt alles zeigen, sonst wäre es ja nicht 100%. Gut geformt, mache so viele Posen wie möglich nach. Bevor die Zeit abläuft, schaffst du 3 Posen in Folge, bekommst du einen Zeitbonus. Weg aber nicht das Schweinchen auf. Okay. Dann gucken wir mal. Z, C, B. Yeah. Coole Pose. B, B, A. Hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Das könnte, glaube ich, ein bisschen dauern. Nicht schlecht. Na, okay. Jetzt dachte ich schon, jetzt wäre es vorbei gewesen, aber. Und jetzt ist es nicht. Offensichtlich. Okay, wir kriegen irgendwann halt mal ein Scheißchen und das müssen wir dann beruhigen. Ist aber eh ganz chillig eigentlich. Nein! Boah, das war knapp. Ich habe alle Moves drauf. Sehr schön. Wo bleibt das nächste Schweinchen? Badadadadadadada. Nicht schlecht. Hätte nicht gedacht, dass ich das sage. Schweinchen. Ja. Wenn das irgendwie ein Problem sein soll, ich glaube, das dauert ein bisschen. Nichts das schlecht, Minigame, bis ich da verkacke. Da, da, da. Jetzt siehst du mich? Jetzt nicht. Noch eine coole Pose. Okay, langsam wird schneller. Da kriege ich jetzt Probleme. Hast du das gesehen? Ich habe alle Moves drauf. Noch sehr schön. Coole. Und jetzt ein Schwein. Offensichtlich. Und jetzt ein Schwein. Weg mit dir. Und noch eine coole Pose. Hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. So, so, so. Jetzt siehst du mich. Das war auch wieder knapp. Jetzt nicht. Was für ein Elan. Ah, okay, verdammt. So peinlich. Und jetzt ein Zwei. Offensichtlich. Was lacht der Typ da im Hintergrund? Na egal. Wow. Habe ich wieder großartig verkackt, weil ich auf den Z-Knopf gekommen bin. Der Z-Knopf ist, wie wir wissen, alle, wie wir alle wissen, auch hinter dem C-Knopf aus dem Grund. Okay, gedacht, langsam. Spüre, okay, verkackt. Das war ein ja, ich spüre auch, dass es fast vorbei ist. Hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Boah. Das ist komisch. 24. Ich muss wohl schlecht den Fisch gegessen haben. Ja. Geht. Können wir so lassen. Haben wir 3 Minuten totgeschlagen am Anfang des Parts. Geht. Aber jetzt kommen wir endlich dazu, worauf ihr alle gewartet habt. San Ricardo. Zum großen Schrecken. Ich bin bereit, ich hoffe, ihr seid bereit. Das Finale. Wir hatten die Gans und waren erst einmal in Sicherheit. Wir feierten die ganze Nacht. 2 alte Freunde und eine neue Freundin im Sieg vereint. Aber am Morgen war die Gans nirgends zu sehen. Und meine Freunde waren verschwunden. Ich war wieder einmal allein. Ich beschloss, nach San Ricardo zurückzukehren. Zu meiner Überraschung war Humpty bereits mit der Gans da. Und mein Schicksal war besiegelt. Er hatte es alles von Anfang an geplant und sich somit selbst als Meister des Betrugs entpuppt.
Doch seine Rache galt nicht nur mir. Die Bürger von San Ricardo waren die Nächsten. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Zum Glück hatte ich noch immer eine wahre Freundin. Ich wusste, wo ich meinen sogenannten Bruder finden konnte. Ich wünschte mir nur, nicht zu spät zu kommen. Komm schon, komm schon. Du machst nur Ärger. Nein! Hier entlang. Humpty, Alexander, Dumpty. Damit wirst du auf keinen Fall durchkommen. Du kommst zu spät, Kater. Die Gänsemutter ist unterwegs. Sie kommt, um nach ihrem Baby zu schauen. Hilfe! Der gestiefelte Kater hat die Gans gestohlen! Hilfe! Bleib hier. Hoffen wir, dass wir es noch schaffen können. Es geht. Mal wieder auf in den Kampf. Uns fehlt noch ein Bild von Kater, also ein... Wie nennt man das? Ich habe gerade keine Ahnung. Tut mir leid. So ein Gesucht-Schild kennen wir ja alle. So eins fehlt uns noch. Da hinten sehe ich was vor der Tür. Bäm. Und dann hätte ich da hinten gern die Gitarre. Euch allen ist eine wertvolle Lektion erteilt worden. Hey, ist da hinten eine goldene Vase? Ich kümmere mich darum. Ja, da gibt's sogar auch goldene Eier. Da ist mein letzter Steckbrief. Okay, das reicht. Du gehst da hinten schön in den Topf rein. Also unfassbar. Treibe niemals eine Katze in die Enge. Leg dich besser nicht mit mir an. Hey, oh Gott, das sind viele. Ich bin dran. Wow, renn mir rein. Okay, das reicht. Hör auf, mir reinzurennen. Jetzt muss ich ein paar loswerden. Ansonsten schaffe ich es nie, hier jemanden zu töten. Wo kicke ich euch hin eigentlich? Da ist ein Besen. Mach dich bereit. Aber wo kann ich dich hinkicken? Hier in die Tür rein, komm. Schade. Okay, so, komm hier, du kriegst ein bisschen Gitarrenrock. Muss ja auch mal sein in dem Part, das letzte Lied einmal hören, ne? Das letzte, bevor es dann aus ist, das Game. Dance, my boy. Und ja, boom. Okay, ein Name weniger fehlt nur noch der da hinten. Aber du wirst es auch nicht weit bringen. Gehen wir nach da hinten. Oh, schade. Sehr gut. Die Mama war hinter ihr Baby. Sie würde bei der Suche nach ihm ganz San Ricardo zerstören. Ich hatte die goldene Gans schon wieder verloren. Aber ich hatte auch ein noch viel größeres Problem. Und San Ricardo. Woran sehe ich, wann ich aufhören muss, zu schleichen? Aus der Sichtweite bleiben. Okay, ich sehe es. Ich habe jetzt hier einfach mal stillgehalten. Damit ich sehen kann, wann ich denn aufhören muss zu schleichen. Renn, Kater, renn. Okay, wir können weitergehen. Das kriegen wir hin. Wir sind der gestiefelte Kater. Gut gemacht.
Verdammt, jetzt müssen wir uns verstecken. Ich seh's. Die Gans hat ja, das haben wir doch anfangs gemacht. Nein! Meine einzige Chance lag wieder einmal darin, meine Fähigkeit Darnen und Täuschen zu demonstrieren. Das wird knapp. Diese verdammte Spannung. Okay. Wir haben ein wenig Zeit. Gut gemacht. Wir sind hier nicht. Du kannst gerne wieder weggehen. Hey, das war weiter, Kater. Ja. Wer schneidet so einen Busch? Naja, wollen wir nicht nachfragen. Hauptsache, wir können uns verstecken. Da hinten steht noch eine Gitarre. Kommt's noch mal zu einem Kampf? Naturtalent. Ich weiß es nicht. Es kommt tatsächlich noch mal zu einem Kampf. Ohne Kampf nicht hergeben würden. Zum Glück sind Kämpfe genau mein Ding. Okay, wer ist der Nächste? Da hinten ist die Gans. Groß. Wo kicke ich dich hin? Ich kümmere mich darum. Gut, den ersten würde ich lieben gerne in den Brunnen kicken, aber zuerst so. Und rein mit dir in den Brunnen. Kabam! Das gibt viele Punkte. Wäre nett, wenn du da weggehen würdest, damit ich dich da drüben zu den Obst kicken kann. Vitaminüberdosis. Und da hinten steht meine Gitarre, wie schon am Anfang erwähnt. Sonst möchte niemand mehr fortretten? Spüre die Macht der Stiefel. Ja doch, anscheinend wollen noch ein paar mehr fortreten. Wie leuchten die? Ich kümmere mich darum. Okay, das reicht. Hab keinen Plan, wo ich euch hinkicken soll. Mach dich bereit. Kann ich euch zu ganz kicken eigentlich? LOL! Geil! Verdammt, jetzt habe ich zwei hier in meinem Beat drinnen, das wollte ich eigentlich nicht. Egal. Kater? Du musst schon Rock'n'Roll machen. Dann beide anfangen zu tanzen. Sonst habe ich die Gitarre umsonst eingesetzt. Und BAM! Zwei für einen Streich. Ne, zwei auf einen Streich. So einfach. BAM! Einfach mal so. Machen wir es uns jetzt gemütlich? Nee. Der kommt wieder. Zwei! Treibe niemals eine Katze in die Enge. Verdammt. Wenn das so leicht bleibt, ist es cool. Offenbar ist es so leicht bleibt. Hier bin ich. Hallo. Nein! Da hat sie mich getroffen. Weg hier! Oh. Hey! Ich hab was für dich! Kater! Tut mir leid! Humpty! Hier! Hier, nimm sie! Thank you.
Kein Gold, ne? Rang. Doch! Goldrang! Yeah! 100%! Ich dachte, Gold haben wir erst bei 50.000, aber anscheinend schon früher. Gut, Freunde, wir haben's durch, das Spiel. Jetzt werden die Credits folgen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Die Stadt war gerettet, aber mein Freund, mein Bruder, das Schicksal hielt einen anderen Weg für ihn bereit. Humpty, Alexander Dumpty, war ein komplett goldenes Ei. Ich war frei. Ich hatte meine Schulden an die Bewohner von San Ricardo zurückgezahlt. Aber Kitty blieb niemals lange an einem Ort. Sie war auch nicht der Typ für große Abschiede. Meine einzige Hoffnung war, dass wir uns eines Tages wieder begegnen würden. Ihre Geschichte ist vorbei, aber für mich war das nur ein weiteres Kapitel der Legende vom gestiefelten Kater. Oh yeah. 100%, meine Freunde. Wir haben alles in der Hauptstory abgeschlossen. Dann will ich mal nicht so sein und euch auch noch die Extras hier zeigen. Cheats kenne ich keine, aber Steckbriefe haben wir. Und zwar alle hier von Humpty Alexander Dumpty, Kitty und den guten Kater. Ah, jung, also Kind, Jugend und alt. Ja, bei Kitty erkennt man es nicht wirklich, aber beim Kater erkennt man es total. Gut. Ich würde sagen, wir gucken uns die Credits von hier aus an, weil es anders nicht gekommen sind, aber egal. Ich hoffe, das Let's Play zum gestiefelten Kater hat euch gefallen. Und ich kann eins sagen, der gestiefelte Kater wird zurückkommen. Weiß leider nur noch nicht wann, aber er wird auf jeden Fall zurückkommen. Den werden wir nicht versteckt halten. Der gehört zum Kanal jetzt dazu. So wie Mario, Sonic und all die andere Scheiße, die bis jetzt auf meinem Kanal lief. Und ansonsten, ja, das Spiel für 15 Euro mit so ein bisschen Herausforderung geht. Kann man sich gerne mal holen. Die Herausforderung war da, besonders in den ersten Leveln. Ich gehe gerade eben auf Amazon, um mal nachzugucken. Der gestiefelte Kater. Wii. Ja, 20 Euro kann man sich locker holen, wenn man will. Gebraucht 10 Euro. Aus dem Grund, wer halt nicht so viel Geld ausgeben will für das Spiel, aber das Spiel trotzdem euch gefallen hat, könnt ihr euch gerne mal holen. Aber ein Muss ist meiner Meinung nach wirklich die DVD. Die DVD müsst ihr euch holen oder wenn schon irgendwie illegal im Internet angucken, denn der Film war einfach nur grandios und ja. Waren aber nicht die Originalstimmen, glaube ich. Jetzt hier dabei. Naja, egal. Let's Play hat sich auch ein bisschen gestreckt. Jetzt weiß ich, was ich auf jeden Fall nicht mehr machen werde. Und zwar Wochenendprojekte. Das Spiel wäre eigentlich schon nach nur ein paar, wie ihr sehen könnt, vorbei gewesen. Trotzdem, hammergeiles Spiel. Hat auch einen Multiplayer. Weiß nicht, wie der ist. Würde einfach mal schätzen, dass er nicht so gut ist, weil es ja nur 4 Minispiele sind. Aber, was will man machen? Ansonsten war's das eigentlich von mir. Ich habe mein Statement abgegeben und ja, hoffen wir, wenn wir den Part jetzt noch 120 Minuten hinkriegen, aber es sieht gerade nicht danach aus. Gut, Freunde, damit verabschiede ich mich von euch. Das war Let's Play, der gestiefelte Kater von DreamWorks. Oh yeah, für die Nintendo Wii. Die PlayStation 3 hat bessere Grafik gehabt, aber hab keine. Aus dem Grund habe ich es auch nicht für die PlayStation 3 machen können. Gut, bis dann und tschüss.
schön, wie da mal wieder meine Wii-Fernbedienung ausgesetzt hat. Und schön, wie auch die Credits ewig lang dauern für einen neuen Level. Hätte Nintendo recht kurz, glaube ich, gemacht, die Credits. Will sie jetzt aber auch nicht wegklicken, so ein Spiel. Hat es halt auch verdient, egal welches Spiel. Jedes Spiel hat es verdient, dass man sich die Credits anguckt, meiner Meinung nach. Ja, aber langsam ist es ein bisschen übertrieben. Ich habe auch keine Ahnung, ob sich das die ganze Zeit wiederholt. Mir kommt es gerade so vor, als ob es sich die ganze Zeit wiederholt. Ich glaube, den Namen habe ich schon mal gelesen. Wenn jetzt dann irgendwann wieder Musik dasteht, dann wiederholen sich die Credits. Das finde ich dann scheiße. Wu Chang Yu. Wunderbarer Name. Wanfang. Hu Gang. Andy Gao. Ronald. Wunderbare Namen, ne? Wir können ja ein bisschen hier mit der Tatze spielen. Miau. Yang Li. Ist mir zu blöd, Freunde. Ich glaube, die wiederholen sich hier die ganze Zeit die Credits. Aus dem Grund gehen wir nochmal ins Hauptmenü zurück und dann verabschiede ich mich wirklich. Bis dann. Und tschüss.